Fireworks Man, yay! Und damit herzlich willkommen zu, ja, pünktlich kurz vor Silvester gibt es hier nochmal ein kleines Feuerwerk, weil Knallern und Böllern darfst du ja eh nicht dieses Jahr. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, komm, Tommy, schaust du dir mal Fireworks Mania an. Was passt da nicht am besten zu dem Thema Silvester? Fireworks Mania ist da quasi wie viel gemacht. Knallen wir mal hier auf Starten und ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ja, Fireworks Mania, ich klicke mal drauf und dann geht's auch schon los. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich habe hier ein Feuerzeug, ein Sturmfeuerzeug. Ich habe sogar eine Taschenlampe. Ich habe hier, hier sind quasi, hier wirken die Kräfte der Physik nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Erdanziehung nicht ganz so dem Maß entspricht, wie es sein sollte. Kann man hier mal ein Feuerzeug dran halten? Hallo! Ich habe gehört, das soll sehr ungesund sein an der Tankstelle. Oh, ich habe Werkzeuge. Ich habe ein Feuerzeug. Ich habe ein Klickdingens. Ein Physikwerkzeug. Nee! Was? Nee! Ich kann sogar... Wie das auch einfach keine Geräusche macht, ne? Aber das ist okay. Ich habe nämlich jetzt herausgefunden, pass mal auf, wenn ich Tab drücke, Tab, guck mal hier. Und dann kann ich jetzt hier schöne 1000 Millionen bunte Sachen machen. Und jetzt machen wir mal hier so einen geschickten Schwung. Ich lege da jetzt mal 3 Millionen Sachen irgendwie dahin. Und dann lassen wir uns mal das Ganze mal so ein bisschen mal durch den Kopf gehen. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas Lustiges passiert. Ich bin da jetzt sehr, 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 sehr cool. Und dann nehme ich jetzt ein Feuerzeug. Ich nehme eine Batterie. Ich möchte hier einen riesigen Boom haben. Cool, es funktioniert. Oh, okay, also das hatte ich jetzt nicht so ganz im Sinn. 3 Tage später. Lass uns mal einen anderen nehmen. Lass uns mal hier diesen Neon, dieses Neon-Teil irgendwie nehmen. Das sieht irgendwie vielversprechend aus. So, das sollte reichen. Das, wenn wir jetzt hier so ein Ding nehmen, so, dass da auch so in die Richtung vielleicht irgendwas passieren könnte. Huch. Oh mein Gott, wie abgefahren das ist. Okay, aber im Ernst, wir müssen das auch gleich wirklich irgendwie sinnvoll machen und mal ein Feuerwerk für Silvester vorbereiten, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boom! Ich, Pyro-Tommy ist am Start. Es ist total cool. Es ist einfach nur so, es ist wie so ein Unfall. Also man kann nicht weggucken. Und ich finde, so ein Feuerwerk braucht am Ende so ein bisschen entsprechenden Knaller. Leute, wir müssen hier nachher auch für einen ordentlichen Abschluss sorgen. Und das sollten wir vielleicht damit irgendwie auch hinbekommen. So, die eine oder andere Kiste, da kann man vielleicht so ein paar Sachen drauf tun. So, von Tele Nummer 1. Ich wollte die eigentlich geschickt hinstellen. So, hier kann ich sogar zoomen. Das ist ja verrückt. Gut, ja, lassen wir das mal so im Raum stehen oder auch eben nicht. So Rohrbomben. Und Wilson hat irgendwie so den gewissen Charme. Man kennt ihn vom Floß oder auch eben nicht. So, der muss da so ein bisschen hin und dann da noch ein bisschen hin. Ein paar Böller zwischendrin. Der Doom Boom. So. Wie gesagt, es soll ein bisschen knallen nachher noch und so ein paar Sachen mehr können ja nicht schaden. Und die ein oder andere Batterie werden wir natürlich auch irgendwie hinbauen. Die werden wir natürlich auch brauchen. Die sorgen natürlich nachher auch so ein bisschen dafür, dass da auch entsprechendes Feuerwerk irgendwie auch stattfindet. So, so ein bisschen Blau muss ja noch mit rein, ein bisschen Grün soll noch mit rein und ein bisschen Lila. So, soll ja dann auch irgendwie so ein bisschen schön sein. Ne? Soll auch ein bisschen eine farbliche Varianz irgendwie drin sein. So, ich bin da sehr gespannt. Ich lehne mich jetzt einmal zurück und genieße das Feuerwerk.
Naja, das hätte ich mir jetzt auch ein bisschen spektakulärer vorgestellt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, kann man mal machen. Ich bin sehr begeistert tatsächlich. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Gehen wir mal schließen. Explodierende Feuerwerkskörper können andere entzünden. Das haben wir jetzt schon mal herausgefunden. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Fireworks Mania Workshop. AGBs lesen. Krass, da gibt's AGBs. Bin sehr einverstanden damit. Starten. Ranch Flat City. Lass uns doch mal hier in die City gehen, in die etwas größere City. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht eventuell so ein bisschen mehr noch zu zerstören gibt. Ich bin sehr gespannt. Oh, hier ist so ein Parkplatz. Ich glaube, hier können wir schön was machen. Guck mal hier. So, ich glaube, hier haben so ein paar Leute was davon. So, und dann lass uns den mal hier ganz vorsichtig hinstellen. So, und natürlich muss so ein Feuer, das muss abgehen, Leute. Das muss richtig abgehen. Ich habe gerade herausgefunden, wie man ein Verleitwerkzeug und wie man das dann... Ah, guck mal. Na, jetzt wird's professional. Jetzt können wir mal gucken. Oh, das ist ja cool. Fürs Fest machen wir jetzt ein Feuerwerk. Wir verabschieden 2021 und begrüßen 2022 in der Hoffnung, dass es etwas weniger merkwürdig wird als das Jahr, was wir hinter uns haben. So, und ich setze jetzt hier einfach mal so ein paar Batterien. Die sollen dann so ganz zum Schluss. So, und dahinter bauen wir dann so ein paar richtig coole Sachen hin. Boah, da freue ich mich gerade richtig drauf. Die Tanks, natürlich, die Tanks müssen dann hier hinten. Kann ich die eigentlich auch verleiten? Kann ich auch irgendwie sagen, da gibt es ein Verleitwerkzeug? Nein, natürlich nicht. Schade. Wenn wir schon so ein was machen, dann muss es halt richtig knallen, ne? Dann brauche ich hier oben Raketen und ich glaube, wir nehmen hier The Slammer. Okay, dann machen wir das so. Dann zünden wir jetzt hier. 1, 2. Muss auch ein bisschen... nachher ein bisschen Farbe reinbekommen, da muss ja ein bisschen Variation rein. Den Ox-Blaster, ja, wer kennt ihn nicht, den Ox-Blaster, den berühmt-berüchtigten, den werden wir dann hier so ein bisschen dazwischen positionieren. Der soll dann auch so das gewisse Extra quasi bringen, ja, warum auch immer. So Fear of the Dark, der wird dann hier so zur Erhellung so ein bisschen so zwischendurch gezündet, hier so am Rand. Einfach um da auch zu sagen, hey, ich bin auch da, ich kann hier akzentuieren, ich kann entsprechende Farben mit ins Spiel bringen. Ich glaube, das wäre dann hier auch schon mal angebracht, ein entsprechendes Feuerwerk zugunsten des 2022 auch entsprechend zu zelebrieren und voranzubringen. Ich brauche jetzt irgendwie erstmal so einen Knaller. Mit einer Rauchbombe starten wir vielleicht. Mit was Rauchigem. So. Und dann muss ich natürlich mit dem Verleitsystem erstmal so alles verleiten. Und nach soll dann auch hier hinten so ein bisschen... Also man kann das jetzt auch schon natürlich mit ein bisschen mehr Verstand, ein bisschen mehr Sinn alles verbinden. Ich gehe mal stark davon aus, dass wenn man sich da jetzt irgendwie mal hinsetzt und sagt, okay, ich investiere jetzt mal so richtig Zeit rein, weil einen Durchblick hast du natürlich nicht mehr. So, dann knallt es natürlich hier so ein bisschen. Ich bin natürlich auch ganz aufgeregt. Na klar. Das ganze Ding gibt es natürlich nachher auch auch schon auf Steam. Das kannst du dir quasi holen. Das ist alles unten in den Videos verlinkt tatsächlich. So, es sollte reichen, glaube ich. Wenn ihr da Bock drauf habt, gibt es doch mal einen Link zu einem kleinen Beitrag. Könnt ihr euch ein bisschen belesen, was es dazu gibt. In diesem Sinne, alles Gute fürs 2022. Ich zünd mal an, dann geht's los und dann genießen wir mal die Show. In diesem Sinne, liebe Freunde, ein wunderschönes Jahr 2022. Genieße das Feuerwerk, ich auch. Ich lehne mich jetzt zurück. Viel Spaß beim Zuschauen. Hey!
diesem Sinne, was ein geiles Game, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Let's Play hier auf meinem Kanal. Ein wunderschönes 2022 euch da draußen. Ich bin raus und natürlich nicht das Abonnieren vergessen und Däumchen hoch und Glocke und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.